Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil in der Reihe der Grundlagen. Wir kümmern uns um Wind und einen der Effekte sehen wir hier jetzt schon direkt. Wenn wir den Wind viel zu krass einstellen, dann hat der auch durchaus Einfluss auf uns am Boden und dreht uns da auch einfach mal rum. Natürlich habe ich den Wind hier ganz absichtlich viel zu stark eingestellt und damit sind wir auch eigentlich schon direkt beim Thema. Im Missionseditor schauen wir uns erstmal an, wie wir überhaupt den Wind einstellen können, bevor wir uns dann wirklich um das Thema kümmern. Wir werden uns heute größtenteils um Seitenwind kümmern, aber auch ein bisschen um Gegen- und Rückenwind, wobei die beiden Themen echt mit zwei, drei Sätzen abgehakt sind. Im Missionseditor stellen wir den Wind ein, hier oben auf dem Wetter-Tab. Da haben wir hier ein schönes Feld, um den kompletten Wind einzugeben. Und das ist der Wind, den ich gerade eben eingestellt habe. Selbstverständlich komplett übertrieben. Darüber müssen wir nicht reden. Das war eigentlich wirklich nur, um zu zeigen, dass der Wind auch auf dem Boden Einfluss auf uns hat und auch da zu stark sein kann. Also es gibt durchaus auch Zeitpunkte, da werden Flugzeuge dann mit Seilen oder was auch immer am Boden festgemacht, damit sie nicht wegfliegen. Gibt's lustige Videos bei YouTube, wo wirklich Flugzeuge vom Boden weggeflogen sind. Wir stellen den Wind hier in drei beziehungsweise vier Höhen ein. Eigentlich sind es nur drei, überall da, wo hier so ein kleiner Kreis daneben ist, denn diese Zwischenhöhe hier, zwischen 33 und 6000 Fuß, die können wir eigentlich gar nicht einstellen. Ich kann zwar hier was eintippen, aber ihr seht, da verändert sich auch direkt die Höhe darunter. Die hier gehören zusammen. DCS hat die Angewohnheit, dass es den Wind, den ihr hier unten eingebt, ungefähr verdoppelt. Natürlich gibt es hier eine Formel, um das umzurechnen, denn ich glaube, er verdoppelt die Meter pro Sekunde jeweils oder sowas. Das war ganz komisch. Auf jeden Fall verdoppelt er sie grob auf dieser Höhe. Hier oben könnt ihr dann wieder ganz normal einstellen, so wie ihr wollt. Die Richtung könnt ihr auch frei wählen. Die ist für die ersten beiden Höhen immer gleich. Ich hatte mir hier jetzt 130 ausgesucht, das werde ich auch im weiteren Verlauf so lassen, denn das hier ist True Heading. Das ist nicht magnetisches Heading, das ist True Heading und das sind genau 90 Grad gegen die Rollbahn, gegen die Startbahn. Das wird relativ selten vorkommen in echt, dass es genau 90 Grad, also wirklich komplett genau Seitenwind sind, werde ich aber gleich nochmal brauchen, während wir abheben. So viel zum Wind, wie ihr den einstellt und ja, etwas, was relativ ungewohnt ist, ist, dass ihr hier die To-Richtung angebt. Im Normalfall wird Wind immer als From angegeben, also so in irgendwelchen ATIS-Meldungen oder wenn euch der Tower irgendwas sagt, dann sagt er eigentlich immer die Richtung, aus die der Wind kommt. Also das wären hier eigentlich 310 Grad. Hier ist es das einzige Mal, dass es in Anführungsstrichen verkehrt rum ist, ist aber so ein bisschen auch dem User-Interface geschuldet, weil hier stellt ihr natürlich die Pfeilspitze ein und das sagt halt, wohin der Wind geht. Warum ist diese Höhe hier relevant für uns? Diese Höhe ist relevant, weil die gesamten Höhen hier beziehen sich immer auf über dem Meeresspiegel. Und Nellis an sich liegt schon auf ungefähr 1840 Fuß über dem Meeresspiegel und damit grob auf dieser Höhe. Die letzten zwei Fuß hier sind zu vernachlässigen. Demzufolge hatten wir gerade auch, als ich das aufgemacht habe, 76 Knoten Wind hier oben auf dieser Höhe. Also, wenn ihr euch auf Nellis setzt, zählt nicht die Höhe, die ihr hier unten eintragt, sondern die hier oben. Und wenn wir noch zu anderen Flugplätzen gehen hier auf der Karte, zum Beispiel einfach mal weiter in den Norden Richtung Tonopah, guckt mal hier unten auf dem Bildrand, hier ist die Höhe angegeben, über der mein Mauszeiger gerade ist und das sind hier oben schon 5500 Fuß. Das heißt, hier oben bei Tonopah wäre eher der Wind relevant, der hier drin steht. Ist immer über dem Meeresspiegel. Und damit sind wir im Prinzip auch schon beim Theorieteil. Der wird relativ kurz, aber ein bisschen was muss ich euch hier erklären. Ein bisschen was werde ich euch auch noch während des gesamten Fluges oder während der gesamten Flüge erklären. Wind hat im Prinzip Einfluss auf alle unsere Flugphasen. Genauer gesagt hat es, während wir in der Luft sind, Einfluss auf unseren Ground Speed und auf unseren True Air Speed. Und damit effektiv auf unseren geflogenen Ground Track. Also der Track, den wir über den Boden fliegen, der verändert sich durch Wind. Wind weht uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weg. Das lässt sich total vergleichen mit der Strömung im Wasser. Wenn so ein Schiff von einem Uferende zum anderen Uferende will, dann kann es da ohne Strömung natürlich genau eine gerade Linie drauf zufahren. Mit Strömung muss es aber irgendwie ein bisschen gegen die Strömung arbeiten, gegen die Strömung anhalten.
Und für uns wichtig sind im Prinzip beim Wind immer zwei Komponenten. Also der Wind, aus welcher Richtung der kommt, mit welcher Geschwindigkeit, interessiert uns eigentlich nur so sekundär. Wir möchten diesen Wert eigentlich nehmen und weiterverarbeiten, denn jeder Wind hat immer zwei Komponenten. Eine Gegenwindkomponente bzw. Rückenwindkomponente und eine Seitenwindkomponente. Gegen- oder Rückenwind ist für uns eigentlich relativ irrelevant. Gegen- oder Rückenwind macht uns im Flug eigentlich nur über Grund schneller oder langsamer. Ja, entweder wir arbeiten gegen den Wind an, wenn er von vorne kommt, oder wenn der Wind von hinten kommt, dann hilft er uns sogar noch ein bisschen schneller voranzukommen. Für uns ist das im Prinzip erstmal irrelevant, hat natürlich Einfluss darauf, wenn wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein möchten oder ähnliches. Die Gegenwindkomponente, also wenn der Wind von vorne gegen uns strömt, die ist immer vorteilhaft für Starts und Landungen. Denn so eine Gegenwindkomponente bewirkt ja, dass schon Luft über unsere Flügel strömt. Dadurch erzeugt so eine Gegenwindkomponente mehr Auftrieb, weil da halt schon Luft drüber strömt. Das ist ja das, was effektiv bewirkt, dass wir fliegen können. Die Seitenwindkomponente hingegen, die lässt uns wirklich von unserem Flugpfad abkommen. Die driftet uns weg, die weht uns weg. Um sich die Seitenwindkomponente auszurechnen, in Anführungsstrichen auszurechnen oder besser gesagt herzuleiten, gibt es so eine Art Mini-Faustformel. Was heißt Faustformel eigentlich? Das ist mehr so eine Eselsbrücke oder was auch immer, ihr werdet es gleich sehen. Wir nehmen dazu unseren HSI und das Einzige, was wir wissen müssen, ist, aus welcher Richtung der Wind kommt, mit welcher Geschwindigkeit. Wenn wir diesen HSI so vor uns sehen, bewegen wir uns in Richtung ungefähr 8,5. Wenn wir jetzt sagen, beziehungsweise ich sage das jetzt einfach mal so, der Wind kommt aus Richtung 110 mit 9 Knoten. Dann lässt sich das relativ mit einer Dreierregel herleiten, denn in dem rechten oberen Quadranten des HSI, also zwischen unserer Flugrichtung und 90 Grad rechts, das können wir dreimal unterteilen, nämlich einmal von unserer Flugrichtung bis 30 Grad rechts. Und da nehmen wir ein Drittel des Windes als Seitenwindkomponente. Zwischen 30 und 50 Grad nehmen wir zwei Drittel und zwischen 50 und 90 Grad drei Drittel. Gerade gesagt, Wind aus Richtung 110 mit 9 Knoten habe ich glaube ich gesagt. Dann nehmen wir, das liegt in dem 30 Grad Bereich, da nehmen wir ein Drittel. Also haben wir eine Seitenwindkomponente von 3 Knoten. Das heißt, der Wind weht uns mit 3 Knoten, weg von unserem Flugpfad. Genauer gesagt, weht er uns damit nach links. Das wird gleich nochmal wichtig. Und während ich hier gerade so auf dem langen Taxiway Golf bei Nellis Richtung Runway rolle, können wir eigentlich schon den ersten kleinen Effekt von Wind ein bisschen beobachten. Der Wind kommt gerade aus Richtung 310 mit 9 Knoten, also im Prinzip genau von rechts neben mir. Und wenn ich meine Pedale hier mal loslasse und wirklich gar nicht mehr steuere, seht ihr, die will die ganze Zeit so ein bisschen nach rechts, wenn ich nicht dagegen steuere. Das ist schon so der erste kleine Effekt, der ist am Boden noch relativ minimal, wird aber in der Luft umso deutlicher. Der Hauptteil von Seitenwind, was der mit euch bewirkt. Der bewirkt nämlich, dass sich euer Flugzeug immer relativ automatisch in den Wind drehen möchte. Also das Flugzeug möchte die Nase immer in den Wind nehmen. Das tut es ganz automatisch. Da könnt ihr gegenarbeiten, sollt ihr aber eigentlich gar nicht. Das ist genau wie mit dem Boot, was sich in die Strömung dreht, um gegen die Strömung anzukämpfen. Das Flugzeug macht das hier vollautomatisch, weil es eigentlich gegen den Wind ankämpfen möchte. Hier am Boden ist der Effekt noch relativ leicht. In der Luft, das werden wir gleich beim Start sehen, ist der etwas größer. Wir stehen auf der Startbahn. Ich habe in der A10 unsere beiden MFDs mal ausgemacht. Wir werden heute wohl den Großteil in der A10 verbringen, weil ich das Flugzeug einfach am besten fliegen kann und relativ gut weiß, wie es sich bei Wind verhält. Das macht es für mich einfacher, euch das zu zeigen. Und natürlich noch aus einem anderen Grund, denn wir haben in der A10 hier oben diesen TVV, diesen Total Velocity Vector. Das ist das Ding, was uns anzeigt, wo wir genau hinfliegen, also wo unser Flugpfad lang geht. Und daran kann man auch schön einige Effekte des Seitenwinds zeigen. Ich habe euch unten links meine Achsen eingeblendet für den Start und werde die hoffentlich auch in jeder anderen Phase des Fluges einblenden. Ich hoffe inständig, ich vergesse das nicht. Daran kann man nämlich sehr gut einiges sehen.
Okay, für den Start. Wir wissen, dass der Wind aus Richtung 310 kommt, beziehungsweise wir sind hier, 310 ist natürlich True Heading, ungefähr 12 Grad magnetische Variation haben wir hier so ganz grob. Das heißt, eigentlich kommt der aus 298 und das ist, wenn wir auf den HSI unten gucken, ziemlich genau links neben uns. Habe ich mal absichtlich so eingestellt. Das heißt, wir haben im Moment keine Rücken- oder Gegenwindkomponente. Wir haben nur eine reine Seitenwindkomponente von ungefähr 9 Knoten. Der bläst uns also hier genau von dieser Seite aus an. Beim Start wollt ihr natürlich. Nee, ich glaube, das machen wir anders. Ich glaube, ich heb mal einfach ganz normal ab und wir gucken uns einfach erstmal an, was passiert. Das machen wir mal so. Ganz normaler Takeoff. Und ihr achtet mal bitte auf den TVV. Sobald ich abhebe, ich werde bei ungefähr 123 Knoten abheben. Das Ziel beim Start ist es natürlich, dass ihr auch nach des Takeoffs auf der Centerline bleibt. Und ich merke jetzt schon, ich muss gut rechtes Pedal geben, damit der hier zentriert bleibt. Nase hoch, abgehoben und seht ihr, was passiert? Der Wind, ich halte die Maschine jetzt, ich steuere da nicht gegen, der Wind weht mich direkt nach rechts. Damit komme ich hier von der Centerline ab. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Was ihr dabei auch noch direkt seht, ist diese Diskrepanz auf einmal zwischen unserer eigentlichen Nasenachse und unserem Flugpfad. Das resultiert einfach nur aus dem Wind, der hier von rechts, von links nach rechts kommt. Der weht uns wirklich weg. Ich denke, an dem Beispiel konnte man das gerade einmal relativ schön sehen. Wir machen das Szenario von gerade eben nochmal, nur dass wir den Effekt, den wir gerade eben gesehen haben, jetzt beim Start ein bisschen kontern werden. Das Ziel beim Start ist es natürlich immer noch, dass wir die Centerline tracken, also dass wir die Centerline der Runway entlang fliegen. Wir möchten nicht, dass der Wind uns wegweht. Würde der Wind jetzt hier in dem Szenario aus der anderen Richtung kommen, also von rechts, dann hätten wir eventuell sogar ein wirkliches Problem, wenn wir zulassen würden, dass uns der Wind wegweht, denn hier links neben uns ist noch eine zweite Rollbahn. Da möchte ich auf gar keinen Fall rübergeweht werden. Ich möchte den Groundtrack der Rollbahn entlang fliegen und verhindern, dass mich der Wind wegweht. Das mache ich, indem ich unabhängig des jeweiligen Flugzeugmusters, also das gilt jetzt alles nicht nur für die A10, eigentlich gilt nichts, was ich in dem Video sage, ausschließlich für die A10, ne? Ich hoffe, das ist klar. Das gilt natürlich für alle anderen Flugzeuge genauso. Das mache ich, indem ich zu Anfang volles Querruder in Richtung des Windes gebe. Mit anderen Worten nehme ich meinen Stick ganz nach links. Wenn ich das über den kompletten Start so halten würde, dann würde natürlich irgendwann mein linker Flügel wahrscheinlich umgespitzt in den Boden rammen. Das möchte ich vermeiden. Deshalb werde ich mit zunehmender Geschwindigkeit, je mehr Autorität mein Querruder gewinnt, es wieder zurücknehmen. Ich vermute mal so auf ungefähr hier. Ihr seht meine Achsen unten links. Gleichzeitig werde ich mit den Pedalen in die andere Richtung gegensteuern, also nach rechts. Das müsste ich sowieso schon, denn wenn ich so anrolle, möchte mein Flugzeug ganz automatisch nach links. Das möchte immer in den Wind, also muss ich sowieso schon mit den Pedalen nach rechts dagegen lenken. Und diese Bewegung wird relativ flüssig werden. Ich fange hier an, nehme zurück, gebe immer mehr Pedal, bis ich bei irgendeiner Stellung lande, also irgendeine Kombination aus dieser Stellung aus Stick und Pedalen, dass ich im Prinzip genau dieses Bild im HUD habe, dass meine Nasenachse, dieser gestrichelte Kreis hier, genau über dem TVV liegt. Bei 9 Knoten Seitenwind ist es nicht so viel, was dafür nötig ist. Das ist noch relativ moderater Wind, also das werden eher leichte Ausschläge werden. So viel zur grauen Theorie. Das ist definitiv schwieriger, als dass es gerade vielleicht aussieht, denn hier ist wirklich
Feingefühl erforderlich. Ich musste das auch ein paar Mal üben, bis das einigermaßen geklappt hat. Aber ja, ihr startet dann so schräg. Das ist gewollt, das ist okay. Das nennt sich Sideslip. Darauf werden wir später noch näher eingehen. Im Prinzip kommt der gesamte Wind gerade von links und ihr schiebt euch so ein bisschen dagegen. Das muss man wirklich ein paar Mal gemacht haben, ein paar Mal üben, gerne mit unterschiedlichen Windstärken. Und dann klappt das auch irgendwann, dann hat man das Gefühl dafür ein bisschen raus. Nach dem Takeoff möchten wir eventuell in eine bestimmte Richtung weiterfliegen. Ich habe uns hier mal den Tarkan-Sender aufgesetzt, Radial 030. Und dem Radial möchte ich eigentlich folgen. Im Normalfall müsste man dazu ja einfach nur Kurs 30 Grad fliegen. Aber irgendwie merke ich schon die ganze Zeit, dass das Radial irgendwie weiter nach links driftet. Wenn wir nur mal drüber nachdenken, jetzt mal nur mit gesundem Menschenverstand, ist es eigentlich auch kein Wunder, denn der Wind kommt von links und der Wind weht mich nach rechts. Was zur Folge hat, dass das Radial hier, dass der Kurs Deviation Indicator immer weiter wegdriften wird. Ich habe mir jetzt extra mal ein Funknavigationsbeispiel ausgesucht, denn bei visueller Navigation sieht man das eigentlich nur so bedingt hier mit Nasenachse und TVV. Eigentlich sieht man das bei so einem Tarkan-Sender oder ähnlichem viel, viel besser. Wir können das korrigieren. Dazu gibt es den sogenannten Wind Correction Angle, WCA kurz gefasst. Und dazu brauchen wir auch wieder unsere Seitenwindkomponente. Unsere Seitenwindkomponente ist immer noch die gleiche wie beim Takeoff. Ich habe den Wind jetzt nicht geändert. Wir können das gleich aber nochmal an einem anderen Beispiel machen und üben. Das heißt, der Wind kommt immer noch aus Richtung 310 Grad True, also ungefähr 298 magnetisch. Und wir haben immer noch eine Seitenwindkomponente von ungefähr 9 Knoten. Wir machen gleich nochmal ein anderes Beispiel, damit wir uns auch mal die Seitenwindkomponente nochmal herleiten. Die Formel, die Faustformel für den Wind Correction Angle, das ist nicht super exakt, gibt aber eine sehr gute Hausnummer, lautet: Der Wind Correction Angle ist gleich die Seitenwindkomponente durch den True Airspeed durch 60. Den True Airspeed, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, muss man sich natürlich irgendwie abschätzen. Hier bei uns, ich schätze mal, der liegt so bei 230 vielleicht oder 240, 250, würde ich jetzt mal einfach abschätzen. Dazu gehört auch ein kleines bisschen Erfahrung. Und wir können mal einfach nachgucken. Habe ich aufs Tier. 239, das war gar nicht so weit weg. Wir rechnen mal mit 240. Und dadurch ergibt sich für uns, Seitenwindkomponente waren 9 Knoten, True Airspeed mit 240, 240 durch 60 sind 4. 9 durch 4 sind, naja, ungefähr 2. Wir rechnen mal mit 8 durch 4. Das sollte uns ja nur eine grobe Abschätzung bieten. Das heißt, wenn wir unseren Kurs um 2 Grad in den Wind korrigieren, dann haben wir das Problem nicht mehr, dass wir weggeweht werden. Ich bringe uns dazu einmal auf das Radial und dann fliegen wir nicht mehr Kurs 30 Grad, sondern Kurs 28 Grad. Wir sind wieder gut auf dem Radial. Wir sehen im HSI unten auch so einen leichten Versatz zwischen dem eingestellten Kurs und unserem eigentlichen richtigen Kurs, den wir gerade fliegen. Aber genau das ist der Wind Correction Angle. Der kann natürlich je nach Windstärke und Windrichtung größer oder kleiner sein. Manchmal, wenn man Glück hat, fliegt man auch genau in den Wind rein oder hat den Wind genau hinter sich, dann kann man sich das sparen. Aber so im Prinzip kann man in jedem beliebigen Flugzeug, unabhängig davon, ob man hier so einen Hut hat oder nicht, den Wind korrigieren, sodass man nicht von einem Radial oder halt von seinem geplanten Kurs runtergeweht wird. Manchmal möchte man ja auch einfach so geplante Kurse zwischen zwei Wegpunkten fliegen, die man relativ exakt abfliegen muss, weil links und rechts noch Feinde sind oder ähnliches. Aber auch so zur reinen Navigation ist das sonderlich hilfreich. Und ihr seht, ich bleibe relativ exakt auf diesem Radial mit den 2 Grad, die ich mir da ausgerechnet habe. Natürlich muss man hin und wieder mal ein bisschen nach links und rechts korrigieren, kommt auch ganz stark auf die Turbulenzen an. Aber so im Prinzip bleibt ihr genau auf diesem Radial drauf. Ja, noch ein kleines anderes Beispiel, damit wir uns auch den WCA noch einmal herleiten. Der Wind kommt jetzt aus Richtung 075 mit 9 Knoten nach wie vor. Und wir nutzen dazu das, was ich euch vorhin erklärt habe, unten mit dem HSI und den beiden Gradmarkern. Wir fliegen ungefähr Richtung 31, das habe ich jetzt schon mal so voreingestellt.
Im Prinzip ist das nur eine Kontrolle, ob ich gerade korrekt fliege. Und der Wind kommt aus 075, das liegt genau 45 Grad rechts und damit im zweiten Sektor. Das heißt, wir nehmen zwei Drittel der Windstärke als Seitenwindkomponente. Zwei Drittel von 9 sind 6. Unser True Airspeed, wir sehen ihn rechts, sind 244. Wir rechnen mal mit 240. 240 durch 60 sind wieder 4. 6 durch 4 sind 1,5. Das heißt, ich muss 1,5 Grad nach rechts vorhalten, also in den Wind vorhalten, damit ich auf dem eingestellten Radial 030, was ich mir wieder gewählt habe, bleibe. Das versuche ich hier gerade schon die ganze Zeit, so auf 31,5, und das klappt auch relativ gut. Ein bisschen übersteuert habe ich gerade mal, deshalb ist das Radial gerade minimal links, aber das ist schon okay, das lässt sich ja auch wieder korrigieren. Ist auch gerade irgendwie relativ turbulent hier. Damit habt ihr auch ein zweites Beispiel gesehen. Und damit sind wir auch eigentlich schon beim interessantesten Teil, nämlich den Landetechniken. Landetechniken gibt es mehr als nur eine, und welche ihr da nehmt, ist eigentlich ganz euch überlassen. Ich erkläre euch aber gleich auch noch die Vor- und Nachteile. Es gibt manche Situationen, da kann man nur eine nehmen, und naja, manche Situationen, da kann man sich frei aussuchen, welche man nimmt. Wir fangen an mit dem Crab. Der sogenannte Crab ist eigentlich am intuitivsten, wenn man ein HUD mit TVV hat. Der Crab heißt nämlich im Prinzip, ganz salopp und laienhaft ausgedrückt, einfach nur, dass wir den TVV auf die Landebahn legen und uns um unsere eigentliche Flugzeugausrichtung nicht sonderlich viel kümmern. Bei den Definitionen halte ich mich an das Glossar des Airplane Flying Handbook der FAA. Das sagt beim Crab: A flight condition in which the nose of the airplane is pointed into the wind a sufficient amount to counteract a crosswind and maintain a desired track over the ground. Auf Deutsch übersetzt so viel wie: ein Flugzustand, bei dem die Nase des Flugzeugs in den Wind gedreht ist, so wie wir es hier gerade sehen. Und zwar genau so viel, um den Effekt eines Crosswinds, eines Seitenwinds, zu überkommen, sodass ein gewünschter Groundtrack geflogen wird. Also im Prinzip wirklich genau das, was wir hier gerade tun. Das ist ein astreiner Crab. Und den können wir natürlich komplett so zu Ende fliegen. Im Flug heißt das, ich setze meinen TVV, sofern ich denn einen habe, auf die Runway und fliege ganz normal meine Landung, so wie ich sie im Prinzip immer fliege, nur halt mit der Nase ein bisschen in den Wind gedreht. Wenn ihr keinen TVV und keinen HUD und sonstige Spielereien habt, dann greifen auch hier wieder die Faustformeln für den Crosswind, die ich euch vorhin schon gegeben habe. Damit könnt ihr euch natürlich wieder diesen Wind Correction Angle herleiten. Nichts anderes ist es hier im Prinzip ja. Ich drehe meine Nase um den Wind Correction Angle in den Wind. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz um das Flugzeug hier für die Landung kümmern. Wir wollen ja schließlich auch aufsetzen. Und so ein Crab ist aerodynamisch eigentlich ziemlich effizient, denn das ist das, was das Flugzeug sowieso schon von ganz alleine macht, wenn man da gar nichts anderes zutut. Von daher könnt ihr den Crab auch wirklich bis zum Touchdown so fliegen. Das Problem bei dem Crab ergibt sich eigentlich wirklich erst genau beim Touchdown. Bis zum Touchdown ist hier alles echt super. Ihr seht nur langsam mit sinkender Geschwindigkeit und eventuell sogar noch steigendem Wind gerät mein TVV langsam aus dem HUD raus. Das ja, ist halt so. Da muss ich dann auch wieder, wenn der wirklich komplett aus dem HUD raus ist, würde ich mich auch eher wieder an HSI und Wind Correction Angle orientieren. Das ist okay. Und bis zum Touchdown ist das hier alles kein Problem. Beim Touchdown kommt es ganz stark auf euren Correction Angle an, beziehungsweise auf die Windstärke. Denn ihr landet hier effektiv schräg. Ihr setzt schräg auf. Je nach Flugzeug, je nach Stärke der Räder und so weiter, kann das Beschädigungen am Fahrwerk nach sich ziehen. Und selbst wenn es keine Beschädigungen am Fahrwerk nach sich zieht, ist es eine extreme Belastung für die Reifen, wenn ihr so schräg versetzt aufsetzt. Also wenn ihr so schräg aufsetzt, das ist eine extreme Belastung für die Seitenwände der Reifen. Logischerweise irgendwie, wenn man sich das mal vorstellt.
wie die Reifen da dann eigentlich wirklich auf die Rollbahn treffen. Aber effektiv könnt ihr das so durchziehen und das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir setzen jetzt mal einfach so auf, denn je nach Landetechnik gibt es nach dem Aufsetzen auch noch die eine oder andere Besonderheit. Ich setze jetzt ganz normal auf, so wie ich das immer mache. Flären, Schub zurücknehmen, aufsetzen und ihr seht schon, die Maschine schlingert so ein bisschen. Die ist so ein bisschen nach rechts geschlingert, ich muss jetzt hier krass nach links gegendrücken und ihr habt gemerkt, wie es gequietscht hat und es hat geholpert. Das waren halt, naja, effektiv die Seitenwände der Reifen. Das ist halt echt nicht schön für das Flugzeug so aufzusetzen. Dafür ist es die mit Abstand einfachste Technik, aber wenn ihr Pech habt und der Wind ist zu stark, dann kann halt auch mal so ein komplettes Fahrwerk abbrechen. Je nach Windstärke und wie ihr da so reinkommt und mit was für einer Geschwindigkeit und so weiter. Der Crab an sich lässt sich noch erweitern. Wir können nämlich genau dieses Element, was beim Crab doof ist, nämlich der Touchdown, das können wir wegnehmen, mehr oder weniger. Wir fliegen den Crab ganz normal bis zum Ende, bis dass wir unser Flare-Manöver beginnen, also bis dass wir die Nase leicht hochnehmen und den Schub zurücknehmen. In dem Moment, zusammen mit dem Flare, richten wir die Nase des Flugzeugs gerade auf die Centerline aus. Das heißt, ich werde hier gleich ein bisschen linkes Pedal geben und eventuell rechtes Querruder. Das muss ich dann gleich mal spontan schauen. Ihr seht meine Kontrollen unten. Mein Ziel ist es, dass ich so gerade wie möglich auf der Centerline wieder mal die Centerline aufsetze. Eigentlich dreht sich hier ja fast alles nur um die Centerline. Die Technik nennt man dann auch Crab Decrab, also man decrabt während des Flares. Das ist im Prinzip die normalste, die gewöhnlichste Landetechnik, der ihr so begegnen werdet. Auch in Airlinern oder sonst was, die machen das eigentlich im Prinzip fast alle. Selbst wenn ihr also im Urlaubsflieger mal am Fenster sitzt und ihr könnt über die Flügelwurzel hinweg die Landebahn sehen und denkt euch, soll das so? Dann ja, das soll definitiv so. Dann herrscht einfach nur relativ starker Seitenwind. Dann ist das Flugzeug ziemlich stark in den Wind gecrabbt. So, wir nähern uns dem Flare. Und flären, Schub zurück, linkes Seitenruder, rechtes Querruder und einigermaßen gerade ausgerichtet runtergekommen. Aber auch hier musste ich gerade, da könnt ihr vielleicht gerade nochmal zurückspulen, mit den Pedalen ziemlich stark direkt gegensteuern, denn das Flugzeug möchte direkt ein bisschen schlingern aufgrund der Pedal- und Stick-Eingaben, die ich hier so schon gemacht habe. Das war das Crab Decrab, das gewöhnlichste Landemanöver, was es so gibt. Das würde ich euch raten, übt das wirklich mal. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, diese schnelle Abfolge von Kommandos, die man eingeben muss während des Flärens. Also Schub zurück, Stick nach hinten, Stick nach rechts, Pedale nach links. Puh, das kann schon am Anfang ganz schön stressig werden. Übt das ein bisschen, hinterher werdet ihr das total intuitiv machen. Das ist auch wieder nur Muskelgedächtnis, was hier zählt. Die letzte Landetechnik, die letzte von dreien, nennt sich Sideslip. Sideslip kennt ihr im Prinzip schon. Das ist nämlich ziemlich genau das, was wir beim Start gemacht haben. Wir haben das Flugzeug so ein bisschen in den Wind gebankt und haben dann mit Seitenruder so ein bisschen korrigiert. Die FAA-Definition, mal wieder aus dem Glossar des Airplane Flying Handbook, lautet: A slip in which the airplane's longitudinal axis remains parallel to the original flight path, but the airplane no longer flies straight ahead. Instead, the horizontal component of wing lift forces the airplane to move sideways toward the low wing. Soweit klar. Auf Deutsch heißt das so viel wie: ein Slip ist, wenn das Flugzeug auf seiner longitudinalen Achse, also die Nasenachse, parallel zum Flugpfad bleibt, aber im Prinzip fliegt das Flugzeug damit ja nicht mehr gerade. Es schiebt sich ja so gegen den Wind. Wäre kein Wind da, würden wir dann in Windrichtung fliegen, also in die Richtung, aus die der Wind kommen würde. Der Wind hält uns ja quasi nur mit seiner Kraft, hält uns der Wind ja eigentlich nur auf dem Flugpfad, den wir haben wollen. Das heißt so viel wie:
Wir befinden uns hier in dieser Situation jetzt gerade in einem astreinen Crab im Landeanflug. Ich habe den mal ein bisschen auf die Länge gestreckt. Wir haben noch knapp 6,5 Meilen bis zur Landebahn und wir werden da jetzt einfach mal in einen Sideslip übergehen. Ich mache mal die Pause raus und das heißt so viel wie, ich nehme den rechten Flügel in den Wind und gebe linkes Pedal so lange, bis beide Marker in meinem Hut wieder parallel sind. Das kann ziemlich anstrengend sein, das kann ziemlich auf die Kontrollen gehen, von daher nutze ich hier jetzt mal ein bisschen die Trimmung, um das einigermaßen auszutrimmen. Das schaukelt gerade mal ein bisschen und die Pedale halte ich dafür jetzt einfach so. Ihr seht unten meine Kontrollen, ein bisschen weniger Pedal geben, Trimmung wieder rausnehmen. Das ist anstrengend, das ist ungewohnt, das muss man ganz klar so sagen und das nennt sich auch Crossed Controls, weil ich muss hier alle Kontrollen gerade gleichzeitig benutzen. Ich muss einen Schub kontrollieren und ihr habt gerade vielleicht gemerkt, ich musste sogar noch Schub geben. Ich muss meinen Stick kontrollieren, mein Bank und natürlich mit den Pedalen dann effektiv auch mein Slip. Und ich möchte beides hier so übereinander halten. Das ist ein total ungewohntes Sichtbild, was man dann hat, so zu landen, aber das ist okay. Das Sichtbild darf man da gerne haben, denn so soll man landen. Das Problem an so einem Slip ist, ihr habt es gerade gemerkt, ich musste Schub geben und das heißt, dass der Slip aerodynamisch gesehen eigentlich total ineffizient ist, weil ich muss mehr Schub geben, um dagegen anzukämpfen. Das kann nicht aerodynamisch effizient sein und natürlich schraubt das dann auch so direkt meinen Spritverbrauch in die Höhe und alles. Dafür lässt es sich in einem Slip sonderlich angenehm landen. Also das ist keine super große Belastung für die Reifen. Wir werden gleich auf dem rechten Hauptfahrwerk zuerst aufsetzen. Logischerweise, das ist das, was als erstes den Boden trifft. Aber das Rad steht gerade. Das Rad steht gerade in unsere Flugrichtung, wenn ich es schaffe, das hier einigermaßen gut zu halten. Und das sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Klar, so ein bisschen schaukelt man immer rum. Das sind ganz minimale Eingaben, die ich hier gerade machen muss. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das Reden dabei macht es nicht einfacher. Das ist schon echt anstrengend, dabei euch noch irgendwie jetzt hier Sachen zu erzählen. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Landetechnik, die ich relativ gerne dann benutze, wenn mein TVV im HUD nicht zu sehen ist. Und diese Landetechnik hier könnt ihr im Prinzip auch wirklich mit jedem Flieger fliegen. Wenn ihr keinen TVV im HUD habt, dann möchtet ihr beim Sideslip natürlich, dass euer anvisierter Touchdown-Point sich nicht bewegt aus eurer Sicht raus. Den wollt ihr ja quasi stabil halten. Da gehört auch mit sicherlich ein bisschen Erfahrung dazu, je nachdem auch wie stark der Wind gerade ist. Und wenn ich so rede, werde ich hier die Centerline mit Sicherheit nicht treffen, Vorführeffekt. Aber ja, stellt euch auch hier darauf ein, dass das Flugzeug mit dem Aufsetzen ein bisschen rumschlingern wird. Und ganz normal flären, Schub zurücknehmen. Rechtes Hauptfahrwerk zuerst und wir sehen, der zieht so ein bisschen nach links rüber. Direkt korrigieren, zurück auf die Centerline und alles gut. Natürlich ist die Landung hier ein bisschen ruppiger, weil das linke Hauptfahrwerk knallt dann natürlich auch relativ direkt auf den Boden. Also super sanft kann man sowas nicht machen. Für sanfte Landungen ist so ein Crab-Decrab besser geeignet. Aber das hier ist eine absolut valide Landetechnik. Ich mache das ganz gerne, wenn ich im normalen Crab meinen TVV hier im HUD nicht mehr sehen kann. Dann gehe ich halt einfach in den Sideslip. Ist ein bisschen anstrengender zu fliegen, aber macht es dann doch irgendwie angenehmer, als die ganze Zeit so S-Kurven auf dem Final zu fliegen oder sowas. Und damit habt ihr die drei größten und wichtigsten Landetechniken gesehen. Und ich denke, den Rest haben wir auch relativ eindeutig behandelt. Damit ist das komplette Thema, hoppala, das komplette Thema Seitenwind eigentlich abgeschlossen. Ihr könnt jetzt mit Seitenwind starten, ihr könnt mit Seitenwind navigieren und auch mit Seitenwind landen. Und das Ganze hoffentlich auch ohne diesen TVV im HUD. Ich habe jetzt nur die A10 genommen, weil ich die Karre hier gerade halt am besten kenne und jetzt komme ich hier sogar noch von der Startbahn ab, weil ich so viel sabbel, dass ich vergesse zu bremsen. Ich muss mir echt angewöhnen, in meinen Videos weniger zu reden, glaube ich. Mann. Gut, so viel zum Thema Seitenwind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!